Moin ihr Lieben und herzlich willkommen hier im Dschungel von Green Hell bei den Geistern von Amazonien im Part 3 mit mir und der Natzen. Hi Natzen. Hi zusammen und hi Ashburn. Oh, also in der letzten Folge haben wir zwei Rätsel gelöst. Einmal den Fisch, den Gusala und einmal die Affen. Und jetzt wollen wir das letzte Rätsel mit dem Geisterfresser lösen und dazu müssen wir in die Nähe der Anaconda-Insel. Dabei geht es um Satno und ihre tragische Liebesgeschichte. Ja. Und wir müssen ihren Geist halt befreien, ne? Und das wollen wir jetzt machen. Upsala. Upsala? Wo? Upsala. Und genau. Dazu wollen wir jetzt, wie der Eschmann schon sagte, zur Anaconda-Insel. Und ja, wie wir diesen Tipp nachbekommen haben, da westlich von. Westlich war das, ne? Ja, genau. Uns auf die Suche nach dem letzten Amulett machen. Wo ist die Schnur? Hallo. Ja, hallo? Ja, wo ist die Schnur, genau. Hier, ich hab. El Blindo hier wieder. Ich hab. Juhu. Da. Da ist er. Tut er sich immer schwer, du. Ja, rackert sich da richtig ab. Ja. Und, Ja? Mal daneben. Ja, nee, geh weiter. Alles gut. Ich dachte schon, du hast dich wieder verletzt. Nee, ich wäre fast... Kann ich hier mal runterspringen? Geht das? Weiß ich nicht. Ich würde ja so gerne mal versuchen, hier den Natzenweg zu machen, ne? Aber ich weiß gar nicht, ob das geht. Ja, komm. Nicht, dass das Spiel hier abstürzt, weil du irgendwo durch die Karte glitschst. Ja, ne? Ich würde das echt gerne versuchen, aber. Ein Risiko. Ich würde es echt gerne mal versuchen. Ja, kannst du demnächst mal machen. Machen wir mal offscreen oder so. Ja. Nee, machen wir, wenn dann mit euch natürlich zusammen. Das wollt ihr ja dann auch sehen. Ja. So, Bananen. Nehmen wir mal mit. Oh, warte mal. Wir haben einen kleinen Frosch im Hals gerade. Ich glaube, das ist noch gerade vor meinem Lachkick von der Folge davor. Ja, das sind immer die Leute, die in Wunden rumreiben gerne, ne? Sorry, aber. Ja. Das war sowas von legendär, das war sehr Hammer. Oh, das ist keine vermeiden müssen. Ey, aber seitdem ist wirklich ein bisschen der Hals gerade rau, also. Das ist die Strafe dafür. Ach komm, ich kann nichts dafür, wenn du so lustig bist. Nein, alles gut. Ich kann über mich selber lachen. Gut. Vor allem, wenn du das sehen wirst, von meiner Perspektive aus, wirst du voll und ganz verstehen. Vorsicht, Spinne. Vorsicht, Spinne. Spät. Okay. Hast du dich erwischt? Nein. Gut. Auf jeden Fall wirst du sehen, wenn du das von meiner Perspektive aus siehst, warum. Ja, aber jetzt warte mal kurz. Ich habe zwei Egels. Okay, warte. Ich will mich mal kurz hier positionieren, aber egel dich ruhig. Ja, ich hau nicht okay. ab. Ja. Da. Fiese Viecher, so. Fiese Viecher, das sag ich dir. Ja. So. Irgendwie ist es hier im Dschungel auch ganz schön ruhig geworden, ne? Ja, so Ingos fehlen hier ganz schön, also. Ja. Irgendwie vermisse ich die. Lahm. Ich würde mich sogar über den Knochen-Ingo mal freuen. Ein bisschen ja, mehr Action. Action, genau. Ja. Action! Ingo, wo bist du? Ich glaube, wir sind hier irgendwo falsch abgebogen. Warte mal. Das wäre jetzt nichts Neues. Nee, ich glaube, wir sind doch richtig. Wir wären jetzt fast falsch abgebogen. Ah, ja. Aha, knapp. Ui. Also langsam kennt man die Wege hier, also. Ja, ich kenne nur den Weg hinter dir her. Den kenne ich gut. Hallo, Seil. Mein Gott, nee. So. Da bist du ja. Ja, diesmal ging es schneller.
So, wir sind jetzt östlich von Anakondien. Jetzt gehen wir mal nach Anakondien und dann westlich von Anakondien. Jawohl, ja. Moment, was ist denn jetzt los hier, ey? Ja, also ich muss auch sagen. Ha. Bisschen müde, ja. Wir haben halt auch schon so eine Woche hinter uns, ne? Ja, das ist Und so. da ist wieder das allbekannte Totem. Was heißt, es müssen noch Ingos irgendwo sein. Ja, die lassen sich nur nicht blicken. Ui. Na klar, die haben jetzt Oh. Angst vor uns. Ach so, hatte ich das erwähnt? Jetzt kommt's. Eigentlich geht das erst am 30. los, aber Vodafone hat Wartungsarbeiten angekündigt. Oh! Jaja. Übel. Wie lange sollen die gehen? Bis zum 3.1. Ach, du ahnst nicht. Aber es kann höchstens zu 10 Minuten Maximalausfällen kommen. Jaja. Wenn das dann 5 mal 10 Minuten sind, sind das halt immer nur 10 Minuten. Ich glaube, da ist Sozusagen ein Viech. ein Viech. Irgendwas hat mich angefaucht. Ich höre nichts. Ja, ist aber weg. Dann ist Ja, ja gut. irgendwas hat mich angefaucht. Also ich habe die Probleme nicht. Ich bin jetzt nicht bei Vonaphonix, aber Ja, sei froh. unser guter Ashburn halt. Ja. So, Westen. Ja, wir gehen hier lang und dann nach Westen. Ja, warte, ich wollte wissen, wo Westen ist. Aber ich habe wieder den gleichen Fehler wie letzte Woche gemacht. Und Ich habe die rechte also wäre. Maustaste gedrückt, um das, um den Kompass zu öffnen, was Oh. hier leider nicht funktioniert. Nee, das geht hier nicht. Eben. So, von hier aus wäre jetzt nach Westen. Wer ist ja jetzt los hier? Mein Gott. Kann doch alles nicht sein. So, hast du nicht irgendwas gesagt von einem Felsen? Ja, hier ist so eine Schlucht, ne? Aha. Hier so auf 38, 37, 38, 26, ne, 25. 26? Aber hast du getrunken oder so? 25, das schön wärst du. Vielleicht hast du irgendwas Das getrunken der hast. Entzug ist das. Ich glaube auch so. So. Hier ist nichts. 37, 25, 36, 25. Dann gehen wir mal hier gucken, wa? Ja. Dann geh doch mal gucken. Hä? Du hast doch bestimmt wieder heimlich was von diesem Drink genommen hier, von den Huagis. Ja, bestimmt. So, guck mal, hier oben geht's hoch, Irgendwas hat dir wahrscheinlich. gerade geklopft. Was? Ja. Was hast du denn für Sounds dauernd da Ich bei weiß dir? auch gerade nicht. Ganz seltsam hier alles. Das ist ja echt gruselig hier. Ja. So, hier ist eine Schlucht, guck mal. Ja, und hier irgendwo soll diese Stelle sein. Okay, ich habe heute ziemlich viel Pech mit runterfallen. Ich passe jetzt mal richtig gut hier auf. Ja, aber lass uns doch noch mal eben das Bild angucken. Vielleicht kommt uns hier ja was Ja, aber guck mal, bekannt hier sind vor. ganz viele von Ja, diesen Dingern. eben. Deswegen. Ja, ich glaube aber, dass das war, was gemeint war. Warte, ich guck mir das Bild auch mal an. Ja. Wo war denn das nochmal? Ach ja, bei der Map. Karte, Map, genau. Genau. So, das ist das hier oben, das erste, ne? Tja, von welcher Perspektive aus jetzt, das ist die Frage. Das ist Aber richtig. da fehlt ja auch so ein Ding Aber da hier. ist so ein. Man Ja, kann sich so ja ein orientieren weißer an dem Baum. schrägen Baum und dann da drüber Genau. einer, ne? Genau. Und so ein weißer Baum ist da auch noch, genau. Genau, also hier ist kein weißer Baum. Vielleicht da Hm. hinten noch was? Ich guck mal danach. Warte Aber hier mal, ist auch hm? keine weitere Warte Schlucht. mal, hier, das sieht doch gut aus hier. Warte, hier ist nämlich einmal dieser Baum da oben und hier ist der weiße Baum. Und dieses Teil, hier muss das irgendwo sein. Hab's. Oh, da Hä? kommt man aber scheiße dran. Wo hast du es denn? Sieht gar nicht. Da. Da oben hängt's. Du Ach, musst Blätter, Blätter im da Weg oben. hier. Guck mal danach nach Ach, oben. da! Boah, Ja, ist das scheiße. genau, ey. Ist das Kacke. Ja, ganz toll. Ich versuch. Kannst du es treffen?
Ich weiß nicht. Was the last one? Ja. Rest in sehr peace, gut. Poor Sentinel. Das war das letzte. Ruhe in Frieden, arme Stitch. Satno. Ja. Die Frau heißt Satno. Jetzt können wir wieder zum Häuptling, ne? Ja, jetzt kommen wir den ganzen Weg wieder zurück. Ja, super. Das für ein Amulett. Und dann auch noch im Auftrag der Liebe, du. Da kannst du ja gar nichts so viel Mühe, nein. Also, so war denn wirklich nicht. Ruhm und Ehre, aber nicht für so eine Scheiße. Genau. Ich komme noch von der dunklen Seite. Ja, die haben ja auch bessere Cookies. Richtig. Ja. Den habe ich auch noch nicht gehört. Ja, dass man hier wieder so oft dreckig wird, ist irgendwie ein Zeichen dafür, dass die Trockenzeit doch wieder da ist, wa? Ich glaube auch. War das nur so ein kurzer Zwischenregner? Ja, so der letzte. Für die nächsten Monate. Ach je. Ui. Ja, so ganz ohne Ingus, ne? Hier waren jetzt auch keine, ist dir das mal aufgefallen? Ja, es ist echt traurig, ne? Es ist echt, Der ganze Dschungel ist nur noch eine Einöde. Ehrlich. Kaum kommt der Jack im Doppelpack, sind sie alle weg. Ja. Ehrlich. Ein Jack kommt selten allein. Ja, ja. Oh, da hinten ist ein Ingo. Das ist Ingo, schön. Ingo, komm her, Ingo. Zwei sogar. Ingo, Ingo, Ingo. War da Ingo, war da Ingo. Halt die Klappe. Das ist der zweite. Der ist da hinten, der geht weiter geradeaus. Ich hole mir nur meine Pfeile. Ich sehe den gar nicht. Du musst weiter geradeaus gehen. Da, hinter dir, der ist hinter dir. Aua. Was willst du? Der ist aber hartnäckig. Siehst du, wir sind überhaupt nicht mehr in Übung hier. Echt. Ist doch gar nicht schlecht. Ja. Hey. Was? Das sah jetzt lustig aus. Ist mein zweiter? Da. Das ist mein zweiter. Doch. So, hat er mich jetzt echt hier irgendwo erwischt, der Penner? Echt? Ja, mich hat er zwar getroffen, aber nicht erwischt. Ich glaube, mich hat er auch. Ne, ist ein Egel, den ich habe. Ich schon gesagt, ah, du bist dran. Ja. Aber da könnte ich auch mal wieder gucken, wie viel die noch so an Haltbarkeit besitzt. Die haben noch 82, 70, 50 und 39. Ach ja. Hatte der vielleicht einen Bogen? Nee. Alle noch im grünen Bereich hier. Nee. Nee. Ja. Gut. Dann weiter. Hier geht's lang. Oh, ist das langweilig hier. Wer was? Keine Ingos. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt noch... Komm mal, Ingos, lass sie töten. Ach, herrlich. So, was wolltest du sagen? Ich bin mal gespannt, ob jetzt dieser Totem noch auftauchen wird. Ja. Ich höre wieder einen Ingo. Ingo. Ingo, ja. Komm mal, ein Stamm, ein Kriegsstamm. Yay! Ich komm schon! Hallo! Wir sind wie Asterix und Obelix, ey. Oder Terence Hill und Bud Spencer. Yeah! Ich wollte einen neuen Bogen, jetzt habe ich einen. Ja, guck. So. Ach, ist das schön. Mein Pfeil bitte. Hallo? Hallo, Sie? Hallo, der ist teuer. Er ist teuer. Haben Sie auch noch meinen Pfeil im Kopf? Nein. Und warum wackeln Sie dann mit dem Kopf? Oh je. Wieso nicken Sie? Wieso nicken Sie? Der wackelt. So, guck mal, nochmal 5. Vertrauen gleich. Yay. Yay. Wir konnten Ingus kloppen. Yay. Du scheinst ihm das Genick gebrochen zu haben. Der hört gar nicht mehr auf zu wackeln hier. Ja, selbst schuld. Bei mir liegt er nur noch da. Ja, gut, er fliegt bei mir nicht, ne? Nee. Das ist heute mal. Fliegen immer Neues nur bei dir. Hier.
Ja, auch nicht immer. Aber immer öfter. Na, dann liegt an der Besessenheit. So. Warum geht's denn jetzt hier hoch, verdammt noch eins? Ja, das war eine gute Frage, ne? Ach, hier vorne war das gewesen. Guck mal, wir sind hier falsch, wir müssen hier wieder runter, scheiße. Ach, dann lass uns weh. Tut dir nicht weh. Zu spät, nein. Hast du dir weh getan? Okay. Nein. Hier müssen wir hoch. So. Ach ja. Die schluchtige. Die Zickzack-Schlucht, genau. Ja. Ach ja. Rennt er da voll in das Dorf. Yeah! Ja. Metzeln! Ja, das war tatsächlich. Hätte man für Asterix und Obelix halten können hier. Ja, oder so Bud Spencer und Terence Hill Move. So. Aber noch besser ist hier die Römer, die Ingos. Ja, genau. Die Spinnen, die Ingos. Aber voll. Siehst du, man muss sich nur langweilen und aufregen und dann kommen die schon. Dann kommen sie wieder. Ja, dann kommen sie angekrochen, ne? Das sah jetzt aus, wie die Büsche hier nachgewachsen sind. Ich war bei mir auch so. Das war bei mir auch so, voll krass. Ich denke auch, was ist da jetzt? Ach so, Büsche. Genau, warte mal, ich muss mir eben kurz überlegen, links oder rechts, scheiße, warum weiß ich das denn auf einmal nicht? Ich hätte auch hier lang gedacht, das wären die Geister von Amazonien, die da jetzt aus dem Boden kommen. Ja, genau. Ja. Ich habe nur noch auf die rot glühenden Augen gewartet. Köpfe aus dem Boden kommen, ne? Das sind dann die Haare gewesen. Ja, genau. Ja, hier ist die Schlucht. Sehr Für gut. Den Rest müssen wir erst zum Häuptling. Jetzt wieder eine Puppe zusammenbasteln. Ah, wir müssen auch noch unseren Trip machen, ne? Wahrscheinlich. Wieder so eine komische... Ja, ja, so eine Drogenaufgabe da. Ja, ja. Einmal Harzer, immer Harzer, oder wie war das? Gott. Ameisen? Echt jetzt? Ja, echt ja, jetzt. Ich war auch drin. Ach Gott, die Viecher, ne? Dämmert auch schon wieder, ne? Hm. Dein da Ernst, wieder Ameisen, Junge? Geil. Genau in ja, dem Moment gesehen, nicht. Wo ich rein bin. Dein Ernst? Seriously? Ach, wie gern ich hier mal gebaut hätte, also na, damals, aber weil es hier kein Wasser gibt, ist das so scheiße wegen Leben. Ja. Ja, stimmt, an die Folge kann ich mich nur erinnern. Ach, das war so ärgerlich. Ich hatte mich so darauf gefreut, hier so richtig geil zu bauen. War es auch ganz schön knatschig. Ja, verständlich, oder? Ja, das ist zu blöd, wenn man sich freut und dann klappt's nicht. Ich hatte das gar nicht mehr damals auf dem Schirm gehabt, dass da kein Wasser ist. Ja. Also ich wusste schon, dass keins direkt in der Nähe ist, aber ich dachte so ums Eck oder so, da kriegt man schon was. Ja. Aber nö. Nee. Hier ist irgendwie so gar nichts. Kein Wasser. Nee, nicht wirklich. Nee. Zumindest keins in der Nähe, wo du dein Leben mit hochschleppen kannst. Ne? Du musst ja hier diese Kletterstellen immer benutzen. Geht ja nicht. Ja, das ist so. So. So, junger Mann, Sie dürfen dann gleich, ne? Ich? Ja, quatsch du mal mit Papa. Ach ja. Papa Habaku, hast du ein bisschen Tabaku? Aber am besten passte das zu Muagi, fand ich, der Titel Papa. Papa Muagi, das klang am coolsten. Ja, Papa Habaku klingt irgendwie ein bisschen komisch. Klingt sehr seltsam. Hier liegt eine Nahrungsration. Ja, danke. Danke. Bitte, bitte. Ich hab noch eine. Oh, moin, hier, gib mir 5. Das tut er immer noch nicht. Ich habe sämtliche Amulette von Satno zerstört. Fletchul, Satno. Ehrenmann, hallo.
Ja, wenn es so einfach immer wäre, ne? Legends of Habaku Errungenschaft freigeschaltet. 980. Uns fehlt echt nur noch irgend so ein bekloppter Fischer oder sowas, ne? So, die Leute sehen glücklich aus. Dein Glück ist... Untili debo yama, kean jako, vilunz da jisa, ke uduare, vat yama na ku, ananake. I don't think he'll listen, but at least I got the token. Richtig. Cool. So. Aber ich weiß nicht, wie lange das wieder dauern wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in den nächsten 9 bis 10 Minuten mit dem Ding durch sind wieder. Nee, das hat ja sonst auch mal eine knappe halbe Stunde gedauert, ne? Ich würde das auch lieber auf die nächste Folge dann verschieben. Ja. Gehen wir erstmal nach oben. Ja. Na? Boah. Und dann machen wir unseren Drogentrip in der nächsten Folge. Hey, was wird das Chain? Ich bin gespannt, was wir diesmal da machen müssen, ey. Wir sind ja manchmal ein bisschen lost da. Ja, ich schätze, in der ähnliches, Folge, ne? In der ersten Folge kamst du erstmal nicht so klar, also beim ersten Mal. Ja. Und beim zweiten Mal kam ich überhaupt nicht so gut klar, so. Ja, aber im Endeffekt ist es ja immer so ein bisschen dasselbe gewesen. Oh ja. Ja, wobei das eine, das war ja nach diesen Mustern, was du da machen musstest. Du hast ja einfach nur durch Zufall da das Richtige gemacht. Und ich musste mich ja da erstmal richtig, weil was ich durch Zufall gemacht habe, hat nicht geklappt. Und dann musste ich mich erstmal da mir das erstmal angucken und dann erstmal, hey, was ist denn das? Ach ja, nach diesen Zeichen muss ich gehen und dann findet man das richtige Scheißtier, ne? Ja. Sag mal, dir war es ja wirklich Zufall. Das ist richtig, ja. Wieso habe ich ein gekochtes Ei? Weil wir unsere Eier gekocht hatten. Ja, aber habe ich das noch nicht gegessen? Ja, guck, ich hatte war auch gerade verwundert, weil ich meins noch hatte. Auch nicht. Ey. So, was haben wir denn hier Neues im Buch? Ja, und dann den Schlangenpass finden, ne? Schließe das Ritual des Dorfes ab. Wir wissen ja, wo der ist. Ich weiß nur nicht, ob wir da rüberkommen wegen der Brücke. Ja, ja, da schauen wir dann mal in der übernächsten Folge oder so. Ja, das wird aber hart, ne? Da müssen wir den ganzen Weg da zurück. Wenn das da nicht richtig ist, dann ist echt scheiße. Ja, gut, aber das ist dann eben so, ne? Ja. Das Spiel will es so, also machen wir es so. Leute, habt ihr einen Tipp? Also vielleicht nur mal sagen, warm oder kalt oder sowas, wenn wir zu dem Schlangenpass gehen, wo wir gesehen haben, dass die Brücke kaputt ist, also auf der alten ersten Map. Wird das richtig sein oder ist das ein falscher Weg? Macht nur warm oder kalt. Ihr müsst ja nicht, wenn es falsch ist, müsst ihr ja nicht sagen, wo es ist. Dann überlegen wir halt weiter selber. Ja, das ist doch eine gute Idee. Ja. Feuer ist fertig, hast du gehört, ne? Ja, ich stehe hier bei dir. Gut. Ich habe eh nichts. Doch, die blauen Pilze könnte man kochen. So, Feuer brennt. Ich irgendwas? Wieso, uns fehlen hier Töpfe, ne? 2 Stück. Echt? Ja, hier oben. Sogar 3. Guck mal, unten fehlt auch einer. Warum eigentlich? Warum sind unsere Töpfe weg? Stimmt, hier oben standen 3. Ja, und unten stand auch noch einer gegenüberliegend. Upsi. Wieso hast du die Töpfe? Ich habe nur den einen, aber ich weiß nicht warum. Aber wo sind die anderen beiden denn? Ja, das weiß ich nicht. Wo sind unsere Töpfe? Das weiß ich nicht. Das Topfmonster. Hatten wir mehr als 3 Töpfe? Wir hatten oben 3 und unten 2. Ich hatte 5 Stück gemacht. Echt? Okay. Ja. Die habe ich aber nicht. Oder war hier unten noch eine... Hol mal... Haben wir noch 2 Schildkrötenpanzer? Ich meine, das würde ich jetzt auch so lösen. Einen habe ich. 2 haben wir auch. Ja, dann tu mal die hier oben bitte mitbringen. Das wurmt mich ja jetzt. Was ist das denn für ein scheiß Bug schon wieder, ey? Ja, keine Ahnung. Warten, Dries? Ja, ist es. Achso, ich muss weggucken, ne? Ja, guck mal weg. Ah, jetzt geht's. So, ich mache mir mal hier so einen Gurkensaft. Gurkensaft, wie geil. Ja, Leute, ich würde sagen, dann machen wir auch heute etwas früher als sonst ein paar Minütchen einen Cut. Weil, wie gesagt, wir möchten gerne in der nächsten Folge dann uns auf diesen geilen Drogentrip mal wieder begeben. Ja. Und wenn ihr sehen wollt, ob wir uns da
wie immer ein bisschen stümperhaft durchschlagen, dann schaut doch gerne mal vorbei und schaut in der nächsten Folge rein. Abonniert dazu unsere Kanäle, um nicht zu verpassen, und drückt die Glocke. Dann werdet ihr auch immer benachrichtigt dazu. Bing, bing, bing. Bing, bing, bing. Genau. Und wenn euch heute gefallen hat, was ihr so gesehen habt, dann zeigt uns das doch auch gerne mit einem Däumlein nach oben. Und wenn ihr Tipps für uns habt, wie wir uns noch weiter hier durchschlagen können, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, uns die zu geben. Aber bitte nicht spoilern. Ja, das wäre schlecht. Genau. Ja, in dem Sinne wünschen wir euch heute noch einen wunderschönen Abend und freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Alles Liebe. Bis dann. Bye. Ciao.